36 Grad, 98% Luftfeuchtigkeit. Kannst du mal tatsächlich erklären, wie das mit der Auslandskrankenversicherung funktioniert und mit der Besteuerung? Vielen Dank dir. Gestern oder vorgestern sind einfach zwei Leute mit Machete in ein fucking Hotel, in eins der teuersten Hotels hier in Tulum. Also in den Zeitungen wird nichts geschrieben, international wird es erst recht nicht berichtet so. Aber ich würde schon noch gern mehr in diesem Fitnessmodel-Bereich machen. Auch wenn es dann finanziell besser läuft, ist nächster Step auf jeden Fall LA, Bro. Bin in meiner Zone mit den Bros, only good vibes, komm uns nicht zu nah. Denn ab heute sind wir Stars. Wine for me, Baby, wackel mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty auf der Welt, wenn sie shake, komm ich einfach nicht klar. Baby girl, drip, drop. Wie ist das Wetter aktuell? Richtig nice, Bruder. Ich versuch mal die Kamera. Auf jeden Fall ist blauer Himmel. Seit drei Tagen durchgehend blauer Himmel, durchgehend Sonne und brutal heiß, Digga. Also brutal heiß. Die Wohnung lädt sich auch auf. Ich muss jetzt aktuell wirklich mit Klimaanlage chillen, obwohl ich das überhaupt nicht gerne mache eigentlich. Und die Klimaanlage läuft durchgehend, die ganze Nacht durch. Ich bin auch mit Schnupfen wieder aufgestanden. Aber du hältst es einfach nicht aus aktuell. 36 Grad, 98% Luftfeuchtigkeit. Also du musst nur daran denken, aufzustehen und dich zu bewegen und du schwitzt. Bruder, kannst du mal tatsächlich erklären, wie das mit der Auslandskrankenversicherung funktioniert und mit der Besteuerung? Vielen Dank dir. Zum Thema Besteuerung werde ich mich hier öffentlich nicht äußern, aber mit Krankenversicherung kann ich dir gerne sagen, Bro, das ist ganz einfach. Du googelst nach einer internationalen Krankenversicherung, guckst dir da die Gegebenheiten an. In meiner Versicherung zum Beispiel bin ich, glaube ich, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, ich bin 2 oder 3 Monate wäre ich komplett in Deutschland versichert. Das heißt, ich kann 2, 3 Monate im Jahr in Deutschland sein und ich bin da versichert. Ich glaube, Amerika sind es nur 2 Monate. Einzige, was nicht dabei ist, ist, glaube ich, die Schweiz, soweit ich weiß. Und im Rest der Welt bin ich ganz normal versichert. Der ist das. Muss dich einfach nur informieren, Bro. Ist auf jeden Fall deutlich günstiger als die deutschen Versicherungen. Ich habe bis jetzt aber noch auch keine Fälle gehabt oder dass mir irgendwas passiert ist oder so, wo ich das jetzt benutzen musste. Dann kann ich dir, glaube ich, erst richtig sagen, ob es da Vor- und Nachteile etc. gibt. So, ne? Ich spare auf jeden Fall 400-500 Euro als Selbstständiger. Das ist krass. Und bin trotzdem versichert, ne? Ja, mit meiner Versicherung, mit meiner deutschen Versicherung, die greift hier nicht. Deswegen, ich musste sowieso eine internationale machen und bin jetzt halt auch deutlich günstiger am Start, Digga. Der ist das, Bruder. 98% Luftfeuchtigkeit, ja, Bruder. Luft ist Wasser hier quasi. Danke dir, ist immer cool zu hören von jemandem, der tief drin ist. Internet ist viel Scam und viel Werbung und viel Lügen. Ja, Bro. Apropos Werbung und Lügen, Digga, ich habe gestern wieder 2 Stories gehört von Dingen, die hier passiert sind, Bruder. Bro, und dafür, es wird einfach nicht berichtet, Digga, ne? Gestern oder vorgestern sind einfach 2 Leute mit Machete in ein fucking Hotel, in eins der teuersten Hotels hier in Tulum, reingelaufen, weil die jemanden gesucht haben. Sind ins Zimmer reingegangen. In dem Zimmer war ein schwules Pärchen, die mit dem Typen gar nichts zu tun hatten. Dann haben die Typen gefragt, wo ist dieser Franzose, der hier eigentlich wohnt? Milliardär. Der war nicht da. Hat halt vorher da gelebt, so, ne? Und so wie ich gehört habe, ich weiß halt nicht, ob es stimmt, hat der eine wirklich so eine Narbe jetzt im Gesicht von der Machete, weil der Typ, der da reingekommen ist, einfach abgefuckt war, dass der Typ nicht da war, Bro. Und es war in einem Hotel, Digga, das ist unfassbar, Bruder. Also es ist wirklich unfassbar, Digga. Und dann hier in Al-Diyasama, in der Wohngegend, in der ich wohne, ist einfach irgendwo in einem Laden, irgendein Kaffee oder so, ist einer reingesteppt, Knarre an den Kopf, gib mir dein Para so. Ne? Und es passiert halt, wenn die, glaube ich, einfach kurz drauf sind oder einfach sagen, okay, scheiß drauf, weil eigentlich sollte hier sowas nicht passieren, weil die natürlich auch selber wissen, wenn die das machen, dann wird der Tourismus dadurch geschadet und dann verdienen alle weniger Geld. Also sowohl die Drogenverkäufer vom Kartell etc., alle verdienen weniger Geld, deswegen machen die das normalerweise nicht. Aber natürlich drehen die auch manchmal durch und dann passieren Sachen, Bruder. Und das ist voll krass zu hören und ich fühle das nicht, ich fühle das nicht, Bro. Wenn ich sowas höre, ich bin immer voll geschockt, Digga. Ist dir nach dem Vorfall in Tulum noch viel Gewalt bzw. Kriminalität vor die Augen gekommen? Vor die Augen nicht, Bro. Also vor die tatsächlichen Augen nicht. Nee, man hört immer nur hier und da.
du kriegst halt auch nur, du kriegst nur Sachen mit, wenn du Leute kennst, die dir irgendwas erzählen. Es gibt keine, also in den Zeitungen wird nichts geschrieben, es in, international wird es erst recht nicht berichtet, so. Ich finde das schon heavy irgendwie, Mann, dass es auch keiner weiß, so, weißt du, was ich meine? So, weil ich will das schon gerne wissen, wenn hier in dem Kondo, in dem ich lebe, mal vor einer Woche irgendwie Kartelljungs reingesteppt sind mit Waffen und jemanden gefickt haben oder so, weißt du? Das wäre schon geil, einfach als Information zu haben. Und ich sage auch, ich habe ja hier zum Beispiel Securities, ne? Die bewachen hier das ganze Ding und vorne am Eingang ist auch nochmal eine Schranke. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, das ist überhaupt nichts wert, Bro. Wenn die hier rein wollen, kommen die hier rein, Bruder. Weißt du so? Egal ob Polizei oder die andere Seite. Du brauchst Arafat in Tulum. Ist dein Ernst? Ja, und lebst gerne dort? Fragezeichen, verstehe ich nicht. Wäre dann lieber in den USA. Ja, Bro, das Ding ist halt, hier ist deutlich günstiger, ne? Hier ist halt deutlich günstiger als in den USA. Ich sage auch, meine Gedanken, warum ich nach LA wollte, sind noch mehrere Gründe so. Ich habe Bock auf jeden Fall, in diesem Fitnessmodel-Bereich da mehr zu machen. Und ich glaube, LA ist da eine sehr gute Anlaufstelle. Deswegen bilde ich auch gerade meinen Körper wieder neu, Alter. Also ich versuche gerade wieder richtig krass in Shape zu kommen, damit ich in diesem Fitnessmodel-Bereich, das war schon immer so ein Ziel von mir, dass ich auch mal im Fitnessmodel-Bereich noch ein bisschen mehr mache. In Deutschland ist das Fitnessmodel-Ding halt leider nicht so groß. Da habe ich einen Job bei, also ich bin auf dem McFit Protein-Shit und Riegeln und so in jedem McFit in ganz Europa drauf. Ist ein geiler Job gewesen, ist auch ein gutes, wie sagt man, eine gute Visitenkarte, sage ich mal. Aber ich würde schon noch gern mehr in diesem Fitnessmodel-Bereich machen. Und da finde ich halt, LA, glaube ich, ist das Beste. Und vielleicht auch in die schauspielerische Richtung. Dann habe ich da mal geguckt, so Airbnb-mäßig, Wohnungen-mäßig, Mieten, dies, das, bla bla bla. Ist aktuell leider nicht möglich, meine lieben Freunde. Deswegen ist es Fakt, dass du in einem Land, wo jetzt hier zum Beispiel in Mexiko, hier ist zwar mehr Kriminalität, das ist aber jetzt auch nicht übermäßig. Ich bin jetzt seit 6 Monaten hier. Ich habe einmal nur was gesehen vor meinen Augen. Gewalt, also richtig harte Gewalt so. Ich habe einmal noch Leichen gesehen, so 2-3 Stück. Kurz nach einer Schießerei bin ich da vorbeigefahren. Und ansonsten habe ich nichts erlebt. So, ne? Also es ist nicht so, dass du hier jeden Tag irgendwelche Gewaltsachen erlebst. Aber das ist natürlich auch Grund dafür. Der Grund dafür ist, dass wir hier in der dritten Welt leben, in Anführungszeichen, und deswegen sind halt hier auch die Lebenserhaltungskosten deutlich geringer als in den USA oder so, weißt du? Die Miete in den USA könnte ich mir nicht mal leisten. Mit dem Geld, was ich gerade verdiene und für mich zum Leben habe, könnte ich mir nicht mal eine Miete in den USA leisten. So. Geschweige denn in Deutschland. Deswegen bin ich quasi gezwungen, erstmal hier zu bleiben, was für mich aber auch vollkommen okay ist, weil ich bin immer noch im Paradies, Bro. Ich habe immer noch Strand, ich habe immer noch sehr schöne, geile Menschen hier, mit denen ich mich unterhalten kann. Ich habe 1000 Möglichkeiten, hier Geschäfte zu machen. Ich fange jetzt mit Personal Training an. Nächsten Monat hole ich mir einen Scooter oder zwei und vermiete die. Mach mir so einen kleinen Hustle einfach. Und wenn es dann finanziell besser läuft, ist nächster Step auf jeden Fall LA, Bro. Ich bin der Highste im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Körper.